Willkommen zu noch einer Folge Osiris New Dawn. Die müsste dann am Montag, glaube ich, kommen. Das heißt. Oh lol. Ja, wir sind gerade wieder mal Meteoriten runtergeflogen. Und die droppen scheinbar sichtlich Azunium. Das ist. Geil. Also, ich meine, wenn man das nur so kriegen würde, dann wäre es ja noch verständlich, dass die Ressource selten sein soll, aber. Naja, anscheinend ist sie nicht gerade sehr selten. Ich meine, man kann einfach ins Weltall gehen und hat Milliarden Azunium. Aber ich baue jetzt. Alter, ist mein Inventar voll. Ah ja, und hier die Dinger, die Pflanzendinger im Biodome wachsen, auch wenn man nicht da ist. Das heißt, als ich AFK war, sind sie auch weitergewachsen. Finde ich geil. Vor allem, weil früher, beziehungsweise vor dem Update, sind sie immer verschwunden, wenn man nicht online war, was auch scheiße ist. Oh Mann, ist immer noch am Arsch, aber ich kann es nicht reparieren. Schon. Lass dich reparieren, du Kackding. Ja. Gut. Genau, ich baue. Ich habe nämlich jetzt hier noch den Skill geholt. Das heißt, ich kann jetzt die Dinger bauen. Das werde ich mal machen. Ich weiß ja nicht, wie viel die bringen oder ob sie überhaupt irgendwas bringen. Aber ich mache es einfach mal, weil ich kann. Warte mal, wie ist so ein Corner? Wow, das ist ein fucking 90 Grad Corner. Ohne Witz. Das ist ein bisschen übertrieben. Vor allem, was ist das hier, wenn ich einfach. Kann ich das hier nicht einfach so dran machen? Nein, bisschen schlecht. Wenn man das so dran macht. Aber an sich geht es. Ich hoffe, die sitzen die jetzt richtig. Ich hätte keinen Bock, dass die falsch sitzen. Und sie sitzen richtig gut. Das finde ich gut, das finde ich gut. Vor allem, ich meine, ich habe ja jetzt sowieso gerade keine Monster an, aber wenn ich dann Monster habe, werde ich es gut finden, dass ich die Mauern habe. Vor allem, kann man da drüber fliegen? Das ist die Frage. Wow, die sitzen irgendwie nicht gleich hoch. Okay, man kann auf jeden Fall rausfliegen. Reinfliegen und rausfliegen kann ich einfach, indem ich hier drauf gehe. Also, ich sagte, wenn ich. Genau, hier drauf gehe, genau. Ohne Witz! Alter, die müssen das definitiv fixen. Es kommen jetzt irgendwie gefühlt alle 4 Minuten scheiß Meteoriten. Beziehungsweise alle unter 3 Minuten. Oh mein, Alter, das ist so behindert, Mann. So retarded, Alter. Und ist schon wieder irgendwas am Arsch gegangen? Ich nehme an, schon. Zumindest wird mir da irgendwas angezeigt. Dass irgendwas, also ich meine, das einzige Gute, ich meine, die Dinger hier, Meteoriten geben zumindest viele Ressourcen. Aber nicht wirf das, weil die schrotten jedes Mal deine fucking Base. Du, wenn man AFK in der Basis rumsteht, wenn man irgendwas bauen muss, die Dinger kommen und zerstören deine scheiß Basis. Das ist hart nervig. Leute, wieso? Das hat so wenig Leben. Das heißt, ich müsste eigentlich die restlichen Dinger hier mit einem Hit abbauen können. Ja. Plutonium. Alles klar, jetzt kriegt man Plutonium auch aus den Dingern raus. Das ist ein bisschen bescheuert. So, mal schnell hier rein. Aber trotzdem lustig, dass man so viele Sachen kriegt. Warte, wo waren die Schränke? Das sind Schränke, oder? Aber ich wollte die Dinger gar nicht in meinem Schrank platzieren, weil ich ja sowieso nie in dem Ding jetzt drin bin. Vor allem nicht jetzt, wo es die Teile hier gibt, die eigentlich alles haben, was man drinnen bauen kann. Also, Beeren sind mega leicht, das heißt, die muss ich nicht wegschmeißen. Kupfer brauche ich nicht. Zirnium brauche ich nicht. Den Rest kann ich eigentlich größtenteils behalten. Und der Rest ist ja auch eigentlich nicht schwer. Ich habe mein Ding an sich, wurde schon wieder bestätigt. Und warte, kann man? Oh ja, kann man. Nice. Sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn es weiß ist. Weil wenn es weiß ist, ist es einfach voll. Viel zu leuchtend. Glow, da ist ein. Ah, doch, an den Seiten da rechts. Hier ist so ein kleiner Glow. Was war das standardmäßig? Ich glaube, grün, oder? Details.
Not für Details. Keine Ahnung, was das ist. Sekundärfarbe ist. Nein. 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 Oh, das sieht doch ganz gut aus. Zweite Farbe blau. Ja, das sieht ganz nice aus. Auch wenn jetzt meine Basis nicht stimmt. Was ich ja eigentlich auch nur alles machen kann. Einfach Primärfarbe orange. Auch wenn das kein orange ist. Blau und... Ja. Ach so, das ist... Ah, deswegen passen die Farben nicht, weil ich habe die Basis hier gebaut und mir dann einen neuen Charakter gemacht, weil ich gedacht habe auch, dass der neue Charakter auf einer neuen Welt ist, dass er wirklich gestimmt hat. Und daher sind jetzt die Farben scheinbar noch die gespeichert vom normalen Charakter und nicht von meinem jetzigen. So, das sollte orange sein und das Ding sollte... So, jetzt hat es die gleichen Farben wie das hier, oder? Ja. Ungefähr. Auch wenn das bei der Basis scheiße aussieht. Ich muss hier die ganze Zeit umentscheiden. Oder ich mache hier einfach die... Das lasse ich so und hier mache ich... Beziehungsweise gucke, ob ich es finde. Ach so, oh wow, hier sind jetzt noch die richtigen Farben. Ah, scheiße. Ist das das gleiche Grau? Nein. Gibt's hier das gleiche Grau? Ja, mehr oder weniger das gleiche Grau. So, dann hier auch noch das Grau. Nein, das war nicht das Grau, sondern das Grau, genau. Und Rot. Gibt's hier Rot, 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 Rot als Zweitfarbe? Orange. Also, das sind nicht die richtigen Farben. Also gibt's nicht, dann nehme ich. Nein, orange passt nicht, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Das sieht scheiße aus. Ja, so, das sieht gut genug aus. Da erkennt man zumindest, dass es eine Mauer sein soll. Schließlich sind Mauern nicht bunt. Zumindest meistens nicht. Kann ich hier schon die Ecke reinbauen? Ich denke schon, oder? Die Ecke. Ja, das passt. Also, mehr oder weniger passt. Ich glaube, das hab ich nicht ganz bündig dran gebaut, oder? Ah, das setzt sich von alleine ein bisschen bündiger dran. Okay, das ist gut. Wenn ich jetzt bei jedem Teil die Farbe ändern muss, das Grau und das Grau. Was vielleicht ein bisschen nervig wird. Nein, wehe schon wieder Asteroiden, Alter. Die Dinger gehen mir auf den Sack. Da brauche ich nicht noch mehr. Aber eine Sache ist bitter. Nein, ich wollte keinen Corner. Und zwar, es gibt hier jetzt nur zwei Sachen. Das heißt, ich könnte jetzt die Dingens hier nicht nach außen machen. Ich kann nur fette Vierecke bauen. Was nicht ganz so geil aussieht. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier nach außen bauen. Ich kann jetzt nicht einfach so ein Mauerstück umdrehen, dass es dann hier nach vorne geht und dann hier weiterbauen kann. Das ist scheiße. Aber ich meine, das ist, glaube ich, an sich ist die Mauer hier... mega nutzlos. Natürlich kommen schon wieder scheiß Meteoriten. Und das eine knallt direkt in meine Basis rein, oder? Ja. Ah, nee, fast. Ja, ah, das war knapp auch. Alter, die wollen nämlich ficken, Alter. Wollen sie sich... Oh! Alter, das hat perfekt mein Dingens hier getroffen. Jetzt weiß ich zumindest mal, wie es aussieht, wenn das Dingens hier komplett am Arsch ist. Kann ich es dann eigentlich noch benutzen? Ja, ich kann es noch problemlos benutzen, auch wenn das ziemlich bescheuert ist, dass ich es noch benutzen kann. Ich meine, das war komplett am Arsch. Zumindest kriege ich jetzt ganz viele Skillpunkte für dieses Engineering-Ding. Ist doch auch was. Aber die müssten, wenn die jetzt so viele Meteoriten drin behalten, definitiv noch irgend so ein Meteoritenabwehrsystem-Schild-Dingsbums einem geben, dass man irgendwas dagegen machen kann.
Na, guck mal, ihr seht ja, wie das einen zerfickt die ganze Zeit. Das ist schon das zweite Mal im Video, plus einmal direkt vor dem Video, dass die scheiß Meteoriten meine Basis zerstören, weil ich hier stehe. Was auch noch mega behindert ist, die Meteoriten fliegen immer auf dich. Sie fliegen nicht irgendwo random auf der Map, sondern sie fliegen immer auf dich. Vor allem, was ist das für ein scheiß Planet? Ich meine, auf welchem Planeten gibt es so viele Meteoriteneinschläge? Und welche Meteoriten jagen bitte Lebewesen auf dem Planeten? Das ist. Na, zumindest sind die Sachen hier nicht sehr getroffen. Also, das ist jetzt. Okay, eigentlich müssten sie schon ziemlich beschädigt sein, so nah wie das gerade war. Also, die hier, die Dingens lagen. Da hinten ist auch noch eins eingeknallt, oder? Ah, ich denke mal, das despawnt. Kacke. Apropos Kacke, die Dinger hier, die scheiße Sammler, die gehen nicht, wenn man offline ist. Die funktionieren nur, wenn man spielt. Das ist voll unfair. Oh mein Gott, da ist jetzt nicht gescheit dran. Wie beschissen. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und die kosten übertrieben viel, die Mauern, Alter. Das ist richtig krank. Die kosten 5 Stahl und 2 Rubber für so ein Mini-Stückchen Anmauern. Ich meine. Wow, das ist schon wieder jetzt komplett anders als das hier. Okay. Das sieht so scheiße aus. Ich glaube, ich mache einfach die Mauern weg. Ich meine, die sehen so. Da! Und was passiert, wenn ich jetzt die hier hochbaue? Wie mies wird denn das aussehen, Alter, wenn die da jetzt hochgehen? Oh, es geht gar nicht. Man kann hier nicht hochbauen. Wow. So much epic. Dann würde ich sagen, ich baue um Zäune. Das hier ist noch ein bisschen die Baracke. Lass die Mauern dann lieber bis in 20 Updates ruhen, dass sie gefixt werden und nicht so Müll aussehen. Ich meine, guck mal, man weiß doch jetzt, dass das Ding jetzt hier an das hier angrenzen soll. Es passt ja auch einigermaßen. Aber könnte man dann hier oben nicht so eine Schräge reinbauen, dass es nicht ganz so scheiße aussieht? Ich baue die jetzt einfach nur und hoffe, dass sie verhindern, dass die Meteoriten meine Baracke zerstören. Das ist einfach mein Ziel. Und mein Hoffen. Oh nee, das ist jetzt schon wieder so richtig beschissen dran gebaut. Oder? Ja, das sieht schon wieder richtig scheiße aus. Alter, sieht das grauenhaft aus. Was soll man machen? Ich meine, ich spiele noch etwas neuer. So etwas in Anführungszeichen ist noch ziemlich neu. Ziemlich Early Access und so. Ich meine, wenn das nicht Early Access wäre, wäre das ziemlich Schande. Ja, das muss doch da dran machbar sein. Ah, das sieht so grauenhaft aus. Also okay, das wäre jetzt, gebe ich zu, besser, wenn ich jetzt auf dem flachen Boden da hinten gebaut hätte, dann wäre die Mauer auch nicht ganz so scheiße. Aber aus dem flachen Boden kann ich halt keine Baracke an meinen Dingens bauen, weil die Baracke sonst zu tief wäre. Was einfach richtig bescheuert ist. Oh, falsches. Falsche Farbe. Ja. Lol, jetzt wird. Im Schatten sehen die einfach genau gleich aus, die Farben. So, jetzt habe ich einfach eine Mini-Mauer. Meine Baracke. Nein, die ist noch zu kurz. Ich brauche noch mehr Rubber. Noch mehr anderes Zeug, damit ich das. Weil Stahl müsste ich mir jetzt durch die Asteroiden genug machen können. Nur Rubber brauche ich ja noch ein bisschen vom Baum. Rubber ist einfach. Ich wünschte, jede Ressource könnte man so leicht kriegen wie Rubber. Du gehst zu einem Baum und hackst so lange drauf, bis du genug hast. Oh Leute, das kriegt gerade deutlich weniger. Nein, vorher, vor dem Update, hat man immer so 3 auf einmal gekriegt. Ah, jetzt geht es wieder auf 3 und so. Plus halt die Dinger, die da noch runterfallen, weil da sind jetzt. Im Graben vermutlich wieder 50 Stück drin oder so. Ist halt echt so, weil jedes Mal, wenn man draufhaut, ist wie wenn man
bei einem Metallklotz hier so ein Ding noch abspringt. So, habe ich genug? Ja, noch zwei Mauern kann ich noch bauen. Vorausgesetzt, ich verreck nicht, weil mich jetzt so ein scheiß Drecks-Meteorit holt. Oh lol. Oh lol, jetzt braucht es nur noch ein Eisen statt zwei Eisen. Oh. Das ist cool. Und wusste ich. Ich dachte, es wird immer noch zwei verbrauchen. Ah, kann ich sogar drei Mauern bauen. Also, noch eine gerade Mauer, die hier vermutlich überhaupt nicht dran passt. An die Mauer. Hoffentlich habe ich es überhaupt richtig ausgewählt. Also, hoffentlich gehört es da vorne hin, nicht eins weiter hinten. Ist das auf derselben? Ja, mehr oder weniger. Und grau plus grau. Ey, cool, die Schatten funktionieren. Weil anfangs haben nicht mal die Schatten funktioniert, anfangs bei dem Spiel. Kann ich schon eins nach vorne? Ja. Man, ich glaube, das Spiel wird noch geil, aber die müssen definitiv mehr das eigene Spiel spielen, damit sie hier merken, was in dem Spiel scheiße ist. Aber was haben die sich dabei gedacht, dass irgendwie alle zwei Minuten ein fucking Asteroid vom Himmel fliegt? Oder dass man die Solarplatten nicht einfach auf die Häuser draufbauen kann? Ich meine, wie... Selbst in der Realität sind die Dinger auf dem Haus und das hier ist ein Spiel, das in der Zukunft spielen soll. Zumindest denke ich, dass das die Zukunft sein soll. Schließlich gibt es jetzt... Danke, danke, scheiß Dreckspiel. Du Kacklappen, scheiß Drecks. Alter, das ist behindert. Und dann, die Dinger fliegen natürlich durch den Berg durch und treffen direkt auf meine Scheißgebäude. Wow, wieder haufenweise Eisen, Aluminium, Plutonium, Aluminium noch mehr, Eisen, Azurnium hatte ich auch noch, Magnesium. Das ist das einzigste, der einzige Grund, wieso die Asteroiden schon noch behalten können. Aber sie sollten nicht direkt auf den Spieler, nicht so stark sein gegen Gebäude und nicht alle drei Minuten kommen. Also gegen die Mauern machen die hier zumindest glücklicherweise wenig Schaden. Och, was zum Teufel habe ich da gerade gesehen? Was wurde da so hart beschädigt? Natürlich, wieder mein Hoverbike. Danke, danke Spiel. Oh, scheiß Drecksmeteoriten, Alter. Ich bin jetzt hier die Hälfte der Zeit nur am Reparieren. So, meine Häuser hier, sind die noch? Ja, natürlich auch beschädigt. Danke, vielen Dank. Aber ich glaube, der Printer liegt daran, dass der geht eigentlich automatisch. Guck hier, die Camp Station. Die gehen, glaube ich, automatisch kaputt. Es liegt gar nicht am, den Asteroiden, dass die kaputt gehen. Och, jetzt hoppack nicht rum. Wie kann ich jetzt eigentlich mein Ding jetzt reparieren, meinen Anzug? Keine Ahnung, aber ich will noch ein bisschen umgucken. Ich will gucken, ob ich vielleicht irgendwo diese Baupläne finden kann, die man dann in seinem Computer halt benutzen kann. Base Metal. Aber ich finde es irgendwie cool, dass man jetzt hier... Obwohl, eigentlich finde ich es nicht ganz so cool. Man kriegt jetzt halt die ganzen Ressourcen viel... Also die ganzen seltenen Ressourcen muss man jetzt nicht wirklich finden. Weil, guck mal, bei dem Base Metal Dingens vorhin kam Plutonium raus. Aus den Asteroiden kommen ständig Azurnium raus. Und das finde ich halt nicht so geil. Ich finde es geiler, wenn man die Welt erkunden muss und findet dann an den verschiedenen Stellen die verschiedenen Ressourcen. Ernsthaft, noch ein Meteorit, noch ein Satellit, der abgestürzt ist. Ah, wird vermutlich von einem von diesen 10 Quadrillionen. Oh lol. Circuit. Huh. Also der Ding war definitiv geiler als den anderen Satelliten, die ich gefunden habe, in dem nur Batterien drin waren. Das ist so schlimm. Weil da kam jetzt gerade ein fucking Circuit Board und Kabel raus. Die sind nicht gerade billig herzustellen. Also klar, ist jetzt nicht schwer, weil jetzt wird man ja zugeballert mit Ressourcen und wird auch also findet an sich auch die ganzen Ressourcen eigentlich easy. Wenn man mal das Hoverbike hat, geht das alles problemlos von der Hand, weil das ist einfach so schnell und dann... Und klar, ich habe jetzt auch die Gegner aus
Es ist auch noch, vielleicht manche sagen würden, ist pussyhaft. Aber ihr habt ja gesehen, die kamen die ganze Zeit zugerannt. Und immer Millionen auf einmal, Alter. Das ist auch scheiße. Herr Mann! Bestimmt ein Deutscher, der den Krater entdeckt hat. Auch wenn ich nicht weiß, wo der Krater sein soll. Beziehungsweise welcher von den Kratern hier der Krater ist. Ah, komm schon, ich will noch irgendwas finden. Was war das? Warum hat das gerade gepiept? War es einfach eine Info, dass jetzt Nacht ist? Beziehungsweise, dass es dunkel wird? Oder war ich gerade in der Nähe von irgendwas? Was ich mega geil fände. Boah. Alter, hier könnte man bestimmt eine fette Base bauen. Also, vorausgesetzt, man kann die Dinger jetzt auch bauen. Das heißt, sie stecken nicht mehr im Boden fest und blockieren deswegen. Was einfach mega beschissen ist. Guck, das hier ist ein Krater mit Sachen drin und einem riesigen Wurm, der mir gleich hinterher springt. Hab ich's nicht gesagt? Oh, du kriegst mich nicht. Lappen. Eigentlich gibt's jetzt echt nicht mehr. Also, von dem Update habe ich das meiste gezeigt. Weil Kanonen, okay, Minen kann ich noch. Minen, stimmt. Aber dafür muss ich fighten oder so, halt, um das, halt den Skill zu kriegen. Weil für Minen brauche ich hier, ich glaube, Training for Weapons. Ah, nee, warte, hier, oder? Ground Turrets, Explosive Traps, ja, hier. Combat und Engineering Points. Ich brauche noch ein bisschen, muss ich Sachen reparieren. Oh, da gibt's auch noch Schwefel. Ne, Stickstoff, oder? Warte, was war's? Was war's? Es war. Oh, Hydrogen. Das ist doch Sauerstoff, ne? Ne, Oxygen, Sauerstoff. Hydrogen, was ist das? Ich glaube Stickstoff, oder? Warum frage ich euch eigentlich? Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn es einer von euch weiß. Ich kenne halt die englischen Begriffe jetzt nicht zwingend. Oh, lol. Die Dinger bewegen sich? Beziehungsweise durch den Wind bewegen die? Das ist neu. Ah, warte mal. Ich kann hier ja noch ein paar Beeren absnacken, wenn ich an den Baum drankomme. Ja! Ja. Hallo, Wurm. Es gibt hier einfach so. Ich frage mich, ob sie. Oh, der kommt mir immer näher, Alter. Und mein Hoverbike bekommt keinen Schaden. Alter, richtiges krasses Bike. Oh lol, der Boden, der Baum wächst in die Luft. Das ist Respekt, Alter. Das kriege ich nicht hin. Kann ich die Dinger jetzt hier eigentlich. Habe ich nicht von so einem Baum die Bären gekriegt? Hä? Oder doch. Ich glaube doch, von so einem Baum habe ich diese Bären, die Samen gekriegt. Mensch, was soll die Musik hier? Ist nichts, was mich angreift. Lol, was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von so einem Baum die Beeren gekriegt habe. Also nicht hier, aber. Das muss ich mal kurz nachgucken. Ich weiß ja noch ungefähr, wo ich die. Die Bäume. Wo ich die Beeren gekriegt habe. Von welchen Bäumen. Oh, Alter, irgendwo berghoch fahren mit dem Hoverbike ist einfach so zum Kotzen. Weil das ist einfach an sich voll smooth, zumindest sollte es sein, weil das ja über dem Boden schwebt. Aber wenn man dann irgendwo hochfliegt, knallt man die ganze Zeit gegen diesen Scheiß. Oh Leute, ich bin schon fast einmal rum. Sick. Ich brauche noch Bärbaustrahler, das ist klar. So, aber jetzt gehe ich noch schnell zu den Büschen, wo ich mir die Bären geholt habe, beziehungsweise wo ich mich erinnere, die Bären geholt zu haben. Und dann war es das. Ich meine, dann habe ich schon. Also, dann ist müsste schon das neue Update, das Update ganz draußen sein. Und dann denke ich mal, werde ich in einem von den folgenden Tagen einen Livestream machen von dem neuen Planeten. Je nachdem, wann es am Montag veröffentlicht wird, mache ich den Livestream sogar noch am Montag. Also, beziehungsweise, ich glaube, das Video hier müsste Montagmorgen oder so kommen. Das heißt. Mache ich den Stream dann heute Mittag oder so. So, warte, da hinten sind die komischen Dinger. Das heißt, die Bäume waren es. Hier habe ich mir die Bären geholt. Ja.
Weil ich mich erinnere, müsste ich hier Blinian geholt haben. Ah, die Bäume hier. Warte mal. Berry Tree. Ach so, der ist viel größer als die. Ist der andere Baum. Aber wieso? Zur Hölle? Muss man sich hier Beeren holen? Ich meine, wieso kann man sie sich bei sich anbauen? Wenn man sich hier die ganze Zeit die Beeren holen kann. Weil das Anbauen dauert eine Stunde und dann kriegst du halt hier irgendwie 9 Beeren. Also pro von diesen Botanen, pro Beere, die man einpflanzt, kriegt man halt, ich glaube, 3 oder so. Und hier kriegst du pro Schlag 3. Dann kriegst du hier kriegt man einfach viel schneller. Wieso sollte man es dann selber anbauen? Vor allem, wenn man ein Hoverbike hat, weil dann dauert es ja nicht gerade lang, bis man hierher kommt und sich mit Beeren voll frisst. Ja, weil die müssen das Hoverbike definitiv noch so hart verbessern, dass es nicht die ganze Zeit auf den Boden klatscht und so schnell am Arsch geht. Niemand will, dass ein Hoverbike so schnell am Arsch geht. Niemand! Zumindest niemand, der es spielt. Klar gibt es natürlich bestimmt nur diese paar Deppen, die es wollten. Das ist viel zu hell. Was kann man eigentlich hier nochmal machen beim Fabricator? Ah, genau, diese Batterien und Pistolen. Soll ich das machen? Oder eine Pistole? Egal, das kommt dann am Mund. Na, scheiß drauf, ich hab hier ja noch. Guckt Crab, guckt Egg, Crabs, du Turbo. Hier muss man Karotten oder Baked Potato. Was ist das? Ich mach einfach nochmal kurz. Ich bring mal kurz ein bisschen Zeug weg. Und mach dann mal schnell. Warte, was soll ich jetzt machen? Ich mach ein Large Solar Pen. Einfach nur zum gucken, was es ist. Das heißt, ich brauche 2 Stahl. Müsste ich easy hinkriegen, ja. 1, 2 Stahl. Und 4 Gold müsste ich auch noch haben. Oh, hab sogar deutlich mehr Gold. Und dann noch ein bisschen Carbon. Carbon, 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 Carbon. Als ob ich kein Carbon habe. Ja, die Folge dauert ein bisschen. Ja, wieso? Guck mal, wieso ist es so am Arsch? Ich meine, die meisten Sachen sind noch ganz. Wieso wird mir das so am Arsch angezeigt? Egal, ich beeile mich mal schnell. Denn ich weiß ja, wo es Carbon gibt. Und zwar da hinten bei den Hydrogen-Geysieren. Dann baue ich mal das Large Solar Panel und wir gucken, wie large das bitte ist. Ob das einfach nur 2 Dinger sind oder ob das jetzt so ein Riesenteil ist. So wie es gab, bevor sie dann wieder entfernt wurden aus dem Spiel. What? 5 Carbon pro Hit? Alles klar. Also das finde ich gut, dass die auf jeden Fall die Ressourcen voll increased haben, dass man jetzt viel schneller mehr kriegt. Oh, wieso wobbelt das so rum? Oh, das ist voll nervig, wenn es nicht einfach gerade ausfliegt. So, und mal gucken, wie groß das angeblich Large Solar Panel. Was wurde mir gerade angezeigt, das so ruiniert war? Was? Ach so, das war irgendeine Ressource, die hier lag, oder? Egal. Utilities. Large Solar Panel. Wow. Voll large. Scheiß drauf, ich baue es einfach. Ich weiß ja nicht, ob man es wieder entfernen kann, ob man es auch wieder einpacken kann, so wie die kleinen Dinger. Die kleinen Dinger kann man einfach hingehen und kann man hier Pack-up mitgehen. Must be at full health. Ja, okay, halt reparieren, dann kannst du es jetzt hochnehmen. Das hier kann man destroy. Wow. Show range. Also, die Range von dem Ding ist deutlich größer als die vom kleinen Ding. Und reicht easy für meine ganze Base hier. Das Spiel ist einfach geil. Also, ja.
Aber das war's dann für die Folge und wir sehen uns heute im Stream oder morgen auf Asiel. Zumindest möglicherweise auf Asiel. Vielleicht spiele ich noch hier ein bisschen weiter, bis ich alles Neue ganz fertig habe. Beziehungsweise wenn mein Account nicht gelöscht wird, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit hier noch weiter spielen. Und werde dann erstmal diesen Walker machen, den ich ja noch nicht bauen kann. Oh, warte, dafür brauche ich aber den Skill ich brauche, oder? Ground Vehicles, ja, dafür brauche ich noch den Skill. Okay, das heißt, ich muss noch ein paar bisschen spielen, damit ich den kriege. Oder ich farm das, ja, ich farm es einfach jetzt. Und na, wir sehen uns dann später. Wir sehen uns noch. Tschüss.